Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Top-10-Video. Heute geht es um die P250s. Diese Top-10-Liste war sehr schwierig, denn es gibt ganz viele Skins und davon sind auch sehr viele sehr geil. Daher kleine Warnung an euch, falls jetzt irgendein geiler Skin oder ein geliebter Skin nicht drin ist, dann liegt es nicht daran, dass er mir nicht gefällt, sondern einfach daran, dass er nicht reingepasst hätte. Dieses Top-10-Video läuft mal wieder Hand in Hand mit den Skin-Baröhnchen. Wenn ihr Skins kaufen wollt oder verkaufen wollt, einfach über meinen Link anmelden oder mit meinem kleinen Code. Oder halt auch ohne meinen Link. Und schon könnt ihr Skins kaufen. Für super Preis. Hier, guck mal, 45 Euro Safari Mesh, herrlich. Über meinen Link unterstützt ihr mich, denn dann weiß Skinbone, dass ihr über mich gekommen seid und ich werde ein bisschen an den Gewinn beteiligt. Wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr euch einfach so anmelden. Das ist wurscht. Mein Code geht auch, aber es geht nur bei der Anmeldung. Wenn ihr euch nicht mit meinem Code oder über meinen Link anmeldet, dann seid ihr einfach so dort angemeldet. Also für euch selbst. Und bevor wir anfangen, solltet ihr nicht vergessen, dass jetzt gleich Livestream ist. Nach dem Video könnt ihr direkt dazukommen. Um 18 Uhr geht's los. Kommt dran. Giveaway, Fewer Games, Pipapo. Beginnen wir mit Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die Nuclear Threat, PD50. Grün, Zeichen, geiler Scheiß. Wie gesagt, hier hätten vorneweg noch 3-4 andere stehen können auf diesem 10. Platz, aber ich muss halt eine auswählen. Skinbaron, wie sieht es mit deinen Angeboten aus? Sehr mager. 3 Stück. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Und dann auch noch 40 Euro, bist du verrückt? Auf Platz Nummer 9 liegt die PD50 Franklin. Gucken der, oh. Edles Ding, für alle, die Para am Start haben, ja, ist das die Waffe, die man ausführen muss. Guck mal da, 2,15 Euro in Fabrik neu. Und schon sieht man den Unterschied hier. Weißt du, wenn jetzt nur dieses Angebot da wäre und halt noch das hier, dann denkst du dir, oh, 29 Euro, naja. Aber hier oben, FN, 2,15 Euro, verstehe ich mich? Gab es die früher nicht mal irgendwie zuhauf, das Ding hier? Also ich hätte schwören können, es gab Zeiten, da wurden die ja mit hinterhergeworfen. Sind die irgendwie seltener geworden? Divino Primo liegt auf meinem Platz Nummer 8. Kannte ich jetzt noch gar nicht. Ich glaube, die ist recht frisch dazugekommen. Warte mal, sieht man, dass sie... Nee. Die ist mir schon ins Auge gefallen, wobei ich sie jetzt auch nicht übermäßig krass finde. Ist halt einfach ein typischer Platz 8. Aber für Lila-Fans wahrscheinlich schon halt so Platz 2 oder 1. Kosten. Aha, aha. Gibt's hier vielleicht eine Info, seit wann es die Waffe gibt? Ich habe mich immer informiert, die gibt's seit dem 31. August 2018. Also diesen Skin, diesen Vino Primo. Okay, also ganz klar, den kannte ich davor noch nicht, beziehungsweise der war noch nicht aktuell, als ich die letzten Top 10 Videos gemacht habe. Den Preis kann ich jetzt echt gar nicht zuordnen. Es gibt auch noch eine Souvenir-Version davon, die dann irgendwie scheinbar nochmal einen Ticken teurer ist. Ja. Auf dem Platz Nummer 7 befindet sich die Wingshot. Hier sind jetzt leider 3 Sticker drauf, aber ihr seht ja hier, wie das Teil aussieht. Cool, ne? Ganz klar. Fell, auch die Farbwahl ist schön, Totenkopf ist drauf, da kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen. Und die liegt auch von den Preisen her doch ganz gut, obwohl, ja, das ist Stat-Track. Hier ist eine NFN ohne Steady. Einsatzerprob 5 Euro, Einsatzerprob 69 Cent. Also, ihr müsst wirklich gucken. Darum ist es auch wichtig, dass man sich dann wirklich einen kleinen Überblick verschafft über die gesamte Sache. Auf dem Platz Nummer 6 liegt dieser komplett rote Skin, und zwar die Muertos. Ist schon ein kleiner Hingucker, ne? Also mit den ganzen Details drauf, eine schöne Sache. Auch hier wieder ein Kopf drauf, sehr schön. Aber was muss ich dafür lönen? Aha! FN in Stat-Track 12 Euro. Was haben wir hier unten? Einsatzerprob 7 Euro. 50 Euro Stat-Track FN. Also manche sind echt im Wahn. Manche sind im Wahn. Guck mal da, FN 13 Euro Stat-Track. So. Ich bin mir sicher, dass die auch in Einsatzerprob noch geil aussehen. Guck mal da. Ist da überhaupt irgendwie... Hä? Wo ist denn die Einsatzerprobthaftigkeit jetzt eigentlich? Da kann man auch für unter 2 Euro noch Spaß haben, würde ich sagen. Die nimmer mehr. Manche sind hier übersetzt. Das ist übrigens der nächste Platz. Platz Nummer 5, die Nevermore. Shay, oder? Ist das eine Shay? Ach gut, ist das eine Shay. Anfangs dachte ich, ja, die ist jetzt nicht so besonders. Kann man auf Platz 8 machen oder 10 oder 12. Aber warte mal. Das ist schon ziemlich sick. Ja, das ist schon ganz schön. Wobei man an der Stelle auch erwähnen kann, dass die P250 an sich eine schöne Waffe ist. Also der Körper der Waffe oder die Waffe selbst ist formschön. Aber kann die Waffe auch durch ihren Preis überzeugen? Ja, 1,99 Euro. Ja, sowas macht mir nichts aus. Solche kleinen Macken wären für mich jetzt nicht tragisch, aber der ein oder andere sieht es vielleicht anders. So viel zur P250 nimmermehr. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Waffe auf Platz Nummer 4, und zwar zur Mandy. Die kannte ich auch noch nicht, dabei ist sie, glaube ich, gar nicht so neu. Aber die sieht schön aus. Also es hat auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung, oder? This is so mesmerizing right now. Als hätte jemand Tischdecken drüber gelegt, die so gehäkelt wurden. Diese Tischdeckchen. Ja, nicht Decken, Deckchen, die kleinen. Die die Großmutter überall drauflegt. Auf die Xbox, auf den Fernseher, auf Boxen und so weiter. Auch der Preis geht in Richtung Großmutter oder zumindest so ein bisschen 30 Euro. Der ein oder andere ist vielleicht auch schon mit 30. Nee, wahrscheinlich nicht. Manche bekommen voll früh Kinder, so mit 14 oder sowas. Dann ist man Mutter. Und 14 Jahre später bis 28. Und dann bald hat ein Kind. 28, Oma. Es gibt sicherlich Familien, bei denen das der Fall ist. Da bist du damit noch nicht mal 30 Jahren, bist du Oma. Oder Opa.
Oder beides. Naja, jetzt kommen wir die ersten drei Plätze. Ihr könnt raten, was bei mir wohl drauf liegt. Hier gibt es, wie gesagt, sau viele Skins. Also wir fangen mal hier vorne an. Und ich lasse es kurz mal so ein bisschen durchrödeln, dass ihr seht, was halt noch so da ist, ja, an Skins überhaupt. Und dann könnt ihr mal raten, was wohl bei mir drauf liegt. Und natürlich auch eure eigene kleine Liste erstellen. Und ich gebe euch direkt noch einen Tipp. Die Whiteout hätte ich gerne reingenommen, aber auch die ist nicht drauf. Ja? Es gab so viele Dinger. Es gibt so viele Skins, die ich nicht reinnehmen konnte. Platz Nummer 3 kommt jetzt. Bing, bing. Da haben wir die P250 Asimov. Ja, bevor mir alle die Tür einrennen, von wegen, was? Die Asimov ist nicht dabei, mein Liebling. Sie ist ja schon nicht schlecht. Und sie gefällt mir hier besser als auf der AK oder AWP oder sonst was. Auf der Pistol ist sie sehr dynamisch. Damit rennt man auch ein bisschen schneller. Das ist erwiesen. Aber kauft man sie sich dadurch auch schneller? Ich weiß es nicht. Ich muss echt sagen, hier bei den P250s bin ich etwas enttäuscht von der Auswahl. Es gibt so wenig. Bei den ganzen anderen Top-10-Dingern kann ich so oft auf mehrere Seiten weiterklicken und schön sortieren und habe dann einfach einen breit gefächerten Fächer an Varieté-Gymnastik. Aber so, naja, also 50 Euro steady in Minimal, ja, 2,24 Euro in Buddelschgert. Wie sieht die aus? Hör mal, guck mal da. Ist ja eigentlich noch machbar, oder? Ja, also wer unbedingt einen Asimov möchte. Naja, Platz 3 war das. Platz Nummer 2. Da habe ich die Supernova am Stisse. Richtig sickes Teil. Da müsst ihr mal ganz genau hingucken und die Waffe genießen. Also den Skin müsst ihr richtig erleben. Ihr müsst ihn fühlen. Oh, blau. Dinger, Waben. Hexagon. 8 und 6 ergibt zusammen was anderes. Das ist ein Skin, den ich sehr früh erhalten habe. Und der hat mich damals schon echt umgehauen. Weil es halt ein geiles Ding ist. Also mit so vielen Kleinigkeiten, wenn du das in der Hand hast und halt damit dann so ein bisschen rumspielst und die praktisch nochmal etwas größer vor deinem Face ist, wirklich schön, wirklich schön. Und endlich sind wir jetzt auch mal im Bereich angekommen, wo wir doch etwas mehr zur Auswahl haben. Kann ich hier auf eine neue Seite? Nee. Guck mal da, FN 15 Euro. FN 50 Cent. Vergleicht schön die Preise. Das macht ihr ja sowieso, das ist mir klar. Wie das ist mit diesen einzelnen Pattern und dass bei irgendeiner Schrotflinte ein Blatt nur grün sein muss und schon ist die 80 Trilliarden Euro wert. Sowas, das weiß ich eh nicht. Also da kenne ich mich nicht aus. Ich würde in dem Fall ganz klar sagen, hier, Zugriff und fertig. Dann habe ich das Ding in FN und hab's. Ne? Ich hab's dann einfach. Aber was habe ich auf dem ersten Platz? Was wird er da wohl haben? Finden wir es raus. Ich glaube, es war nicht schwer zu erraten, dass die Sia Later bei mir hier auf dem ersten Platz liegt. So cool ausgearbeitet und so gut passend zu der Waffenform. This is so sexy, Red, ne? Alleine der Name ist ja auch schon eine Koryphäe für sich, Sia Later. Ne? Und als Alligator-Fan, wisst ihr Bescheid. Aber kann ich mir so ein Ding jetzt auch einfach leisten? Leider nicht. 55 Euro in Steady Track, 52 Euro, 8 Euro in Minimal Wear. 8 Euro ist jetzt hier gerade der günstigste Preis. Wie sieht das Ding aus? Also 8,67 Euro wohlgemerkt. Kein Unterschied zu FN, oder? Oder bin ich für sowas einfach blind? Also sagt ihr, da ist doch ganz klar, der ist doch im Arsch. Wo ist der Alligator? Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Top 10 Videos angekommen. Die Pistols sind bald alle fertig bearbeitet. Dann geht es weiter mit den Rifles. Und dann kommen, glaube ich, MPs, dann Heavies und dann Knives. Und danach Handschuhe. Nur, dass ihr Bescheid wisst, den ungefähren Ablauf. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, für eure Kommentare und für die Likes. Gerade gestern ging es auch wieder ultimativ ab. Dankeschön an alle. Haut ordentlich rein. Bis jetzt gleich im Stream. Ciao, ciao.